ganz weit haben. Also wir können ein paar Sachen rausnehmen oder wir können auch von jedem Jahr eins nehmen. Können wir das machen? Vielleicht müssen wir noch ein bisschen umschieben. Dann wären es insgesamt ja nur 14. Obwohl, hier wäre es ganz interessant, das beides zu besprechen. Ich meine, jetzt der erste Durchgang. Ich meine, ich könnte alles kurz zeigen. Ich glaube. Und dann habe ich hier noch diese Sachen da mit den Frauen. Wie Sie möchten, ja. Ja. Dann haben wir hier dieses Kitschding vom Bahnhof. Da habe ich nochmal ein anderes von Meretu. Nochmal Eliasson, wo man sieht, wie die Leute da reagieren. Das ist das, was Sie noch geschickt hatten da. Der Sjekne. Ja. Da nochmal. Das ist der Stechuhr. Hier ist nochmal Tania Bruguera. Aus Kuba, ja. Weil das Generalstreik heißt. Da gibt es sogar schon ein neues Buch hier. Das soll jetzt erscheinen. Strike Art, Contemporary Art and the Post-Occupy Condition. Ja, Post. Dann haben wir hier, das ist so ein Occupy-Typ, der jetzt vor kurzem im Januar, also vor einem Monat, hat einen Vortrag gehalten. Occupy Museums, an Art Practice, also schon eine eingeführte Praxis sozusagen heute, ne? Mhm. Das war ganz interessant. Also ich hatte den Eindruck, dass Sie das irgendwie interessiert. Hier gab es auch nochmal eine Geschichte im Guggenheim Museum, wo Sie dann für die Arbeiter in Abu Dhabi protestiert haben. Und hier, das ist so Ausschnitt aus einer Internetdarbietung, was man alles für Plakate sich kaufen kann. Hier Pussy Riot in Russland. Und das endet natürlich sofort wieder auf dem Laufsteg. Ne? Mhm. Und das ist hier die Mutter von Murillo in der Mitte. Das ist die wirkliche Fabrik, da diese Süßigkeiten herstellt in Kolumbien. Das ist vielleicht ganz interessant für Brasilien. Ne? Ja. Und so sieht die Ausstellung dann aus bei David Zwirner. Dann habe ich hier nochmal die Chinesen und den guten Bob Ross. Wenn man mit der Kunst nicht zufrieden ist, macht man sich selbst welche. Kennen Sie den? Ja, kenne ich. Ja, in der Nacht, ne? Ja. Insomnia, Kumpel. Ja, ich bin hier mit Professor Karl-Heinz Luder King.